Willkommen zurück bei Borderlands The Pre-Sequel zusammen mit Casino. Hallo und zusammen mit Eptine. Jo, wir haben uns letztes Mal die drei komischen Wissenschaftler von Hyperion vorgenommen und sie aus ihrer Gefangenschaft von Stalkern befreit. Die helfen uns jetzt, den Laser abzuschalten, der den Mond kaputt macht, und ja, wir müssen. Redstone, warum kontrolliert Sarpedon immer noch das Verteidigungssystem der Helios? Wir haben das Störsignal auf Alpes abgeschaltet. Die Kammerjäger sollten euch eigentlich gar nicht retten müssen, damit ihr die Schilde runterfahren könnt. Nichts für ungut. Sarpedon könnte einen schwächeren Störsender am Körper tragen. Sie könnte auch noch einen Maulwurf auf der Helios haben, wie den Byriff. Oder sie hat das Verteidigungssystem umprogrammiert. Oh, Moment, Moment. Es könnte noch einen Verräter auf der Helios geben? Das ist nur eine Möglichkeit. Ich... Jack? Jack, sind Sie noch dran? Was? Noch ein Verräter? Naja. Aber wir wissen ja, dass der Byriff sich... er hat sich zumindest schlecht gefühlt. Du hast schon wieder die Waffe, gib's zu. Ja, ich muss da runter, rüber wechseln. Ein paar andere Waffe. Aber warte mal, ich muss den mal, ich wechsle die mal ganz dringend jetzt. Du hast doch Ja, die Leggy-Schroti, oder nicht? eben. Na gut, jetzt habe ich gar nichts aus. Ah doch. Lange Zeit. Einfach ohne Waffen kämpfen. Ja, Faust. Willkommen in meinem Ich schmeiß mit Munition. bescheidenen Nimmst du einfach so ein Schrotflinten-Munitionspaket. Hier, nimm das, pack! Putz. Ja, mit richtig viel Schmackes und so. Es tut schon weh. Tut So, wir müssen zurück in ja. Jacks Büro. Können wir sogar die Schnellreise nehmen. Ich lasere dich ab. Jacks Office. Bitte. Bin ich mal gespannt, wer der nächste Verräter ist, den wir haben. Alter, alles voller Claptraps. Oh lol. Oh no. Albtraum. Weg hier. Alter, dieser Typ da oben. Das Lächeln macht mich wahnsinnig. Das ist wie die Grinsekatze aus Alice im Wunderland. Nicht so hehehe. Und der Typ guckt genau wie seine Katze. Er sagt man doch meistens, die Oh, guck mal. Tierehalter sehen meistens so aus wie die Tiere. Drei Nebenmissionen. Ich nehme mal an. Enter-Kommando. Das fällt nur unter Stalking, wenn er sich deswegen gruselt. Ich habe euch ein bisschen ausspioniert, aber freundlich, nicht fies. Und die Dateien sind im zentralen Terminal. Nur für den Fall, dass von diesen Dahl-Bastarden welche überleben, will ich nicht, dass sie euch dran kriegen. Also, findet sie! Ich nehme die nächste, ne? Hier, Nee. Eissporn. Der Kerl ist angepisster als ein Laternenpfahl oder ein Zwölfjähriger auf Echonet Live. Wir haben hier oben einen Mitarbeiter namens Dean. Der Typ hat Probleme mit der Selbstbeherrschung und ich fürchte, diese Mondidioten machen die Sache nur noch schlimmer. Ich habe ihn hier irgendwo in einen Abstellraum gesperrt. Such ihn und beruhige ihn, bevor er nach der Lost Legion beitritt oder so. Okay, dann nehme ich die nächste Mission an. Wie viele? Ja. Eine wichtige Nachricht. Es geht um Tod oder Leben. Hallo, mein Name ist Professor Nakayama. Ich habe eine dringende Nachricht für Jack, aber Sarbidons Leute haben mich in den Arrestblock gesteckt. Wärst du so freundlich, mich zu befreien? The fuck? Ah, okay. So, ich nehme dann die letzte noch. Jo. Nachfahrt. Belästigung am Arbeitsplatz ist nicht cool. Typenvulkan. Sorry, ein paar Lost Legion-Typen kontrollieren mein Sprachausgabeterminal und zwingen mich, blödes Zeug zu sagen. Kill sie bitte. Tittenvulkan. Also ich will das eigentlich so behalten. Okay, Die Vorstellung. Roland? Ro und ich haben uns von der anderen Seite der Helios hierher durchgeboxt. Ich hoffe, auf der Seite hier war's lustiger. Die Wissenschaftler haben die Verteidigungsanlagen, die den Laser schützen, deaktiviert. Eine Sache wäre noch zu tun, bevor ich dich losschicke. Lass uns reden. Oh, hey, cool. So, ich nehme mal eben irgend so einen Kerl Teil 1, finde heraus, wie es sich anfühlt, so zu tun, als sei man Jack. Mr. Lawrence? Ja, der bin ich. Timothy, bitte gehen Sie durch die Tür Ich rechts. glaube, Sie das werden kennen wir schon, verhaftet. oder? Muss ich irgendwas unterschreiben oder Jo, durch die Tür bitte? Nein, stopp! Woher weiß ich, dass das kein Schwindel ist, Ja, ohne das bei kennen Ihnen wir schon. hinzukommen? Sie haben sich beworben, weil Sie Geld brauchten. Wer arm ist, darf nicht wählerisch sein. Komm mal Aber hin. ich. Okay. Voraus. Schon gut, bin bereit. Sehr gut, Timothy. Also der Mond Girl aus. ist schon hart kaputt.
Deine Mitte hat wohl der Laser die ganze Zeit getroffen. Ich glaube, da waren wir sogar auch mal. Kurz Ja, in vor der dem. Nähe, also. Ja, da war Zumindest doch haben auch alle so diese Risse im Boden. wir. Ich gebe Ja. Jack mal eben sein komisches Oh, guck mal, wie Unsichtbar. schießt der? Der hat gerade geschossen. Wow. Ah, es brennt. Natürlich jetzt, wo wir weggehen, ne? Naja. Schweine. Ich gebe Jack mal sein Tarngerät, ne? Ein Tarngerät, hä? Huh? Danke, Doc. Dank Ihnen lebe ich noch. Bin Ihnen sehr verbunden. Nein, Sie sind toll. Sie sind toll. Sie haben die Verteidigungsanlagen deaktiviert, die den Monsterlaser schützten. Wir gehen ihn jetzt abschalten, aber ich rufe jetzt mein persönliches Fluchtschiff, das Sie hier wegbringt. Kammerjäger, drück den Knopf da drüben. Oh, ach Welchen nein. Knopf? Irgendwie werde ich das Gefühl nicht los. Na dann. Wie werde ich das Wir Gefühl nicht los, müssen zurück, dass. ne? Ja, durch den Tunnel. Nee, 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 warte, wir haben die. Das ist. Wir haben eine Hast falsche Nebenmission Quest. ausgerüstet. Ja, Ja, wollte ich gerade da. sagen. Irgendwie werde ich das Gefühl nicht los. Naja. Luftschleuse verriegelt. Ausstoß der enthaltenen Objekte wird vorbereitet. Was? Neuer Plan, Leute. Dr. Gladstone hat mich informiert, dass einer von euch ein Maulwurf von Sarpedon sein könnte. Könnte, ich sagte könnte. Hunderte unschuldiger Leben stehen hier auf dem Spiel, Kinder. Da kann ich kein Risiko eingehen. Einmal eine Kugel in den Rücken kriegen, selber schuld. Aber zweimal... Tut mir ja auch wirklich leid, falls euch das tröstet. Ey, du Spacko. Jack, nicht! Lol. Crazy. Das war brutal. Oh mein Gott. Ah, das fühlte sich gut an. Wie auch immer. Lass uns reden. Ich glaube. Der Weg zum Auge der Helios ist frei. Ich glaube, Jack wird langsam wirklich böse. Und öffne das Schnellreisenetzwerk, damit ich das Auge abschalten kann. Roland und Lilith, ihr bleibt hier und verteidigt mein Büro. Kann sein, dass ich mich noch hierher zurückziehen muss. Klingt nach einem Plan. Roland, das war Mord. Er hat. Klingt nach einem Plan. Wir sehen uns, wenn du zurückkommst. Sieh mal, hätte ich die Wissenschaftler nicht eliminiert, hätte einer vielleicht die Verteidigungsanlagen wieder aktiviert, während du durchgegangen bist. Du wärst gegrillt worden wie ein Skagsteak. Denk da mal drüber nach. Diese Leute waren voller Angst. Die hätten uns nichts getan. Mit Gewalt und Wissenschaft. Also das war wirklich, ich glaube, Jack wird langsam richtig böse. Vor allem bei Gladstone können wir uns auch sicher sein. Er hat, ich meine, ohne ihn wären wir nie hier hochgekommen. Und der andere Typ hat das Unsichtbarkeitsgerät für Jack gebaut. Was ein Spasti. Gib mal ab, ne? Ja, mach mal. Geh zum anderen Ende des inneren Rumpfs, dann können wir das Auge der Helios abschalten. Nimm mal die neue Quest noch nicht ab. Ich muss dich sprechen. Moxie, ich muss dich sprechen. Nimm mal die neue Quest noch nicht an. Mach ich Kapitel nicht. 9, pass auf, wo du hintrittst. Denn ich denke, wir können erstmal die Nebenmission machen, bevor wir hier weitermachen. Das ist ja die Hauptmission. Oh, und wir haben eine Belohnung bekommen übrigens. Öffne mal dein Inventar. Ja, ich hab schon. Ich hab schon. Achso, du hast schon. Yes, ich kann jetzt auf jeden Fall mit der Waffe einfrieren, ja. Nice. Worauf hast du denn Lust? Übrigens, wenn man diese zu den Waffen-Quest abschließt, wo man 50 weiße Waffen abliefern muss, bekommt man einen Leggy Oskit. Sehe ich jetzt erst. So, wo haben wir denn Lust drauf? Beziehungsweise eigentlich müssten wir mal auf die Map gucken. Das ist eh alles im selben Gebiet. Ich wähle einfach mal irgendeine der Quests auf. Wir gehen erstmal dahin und gucken mal, was da so in der Nähe ist. Oh, lass uns überraschen. Lass dich überraschen. War das nicht irgendeine Werbung oder so? Keine ja, Ahnung. Ich weiß auch gar nicht. Meine ganzen so. Jingles hier. Hyperion, Herz des Heldenmuts. Da müssen wir hin. Los weg von den Kleppis. So. Herz des Heldenmuts ist auch gut. Warum? Warum heißt es so? So. Boah, hier unten haben wir sogar noch mehr Quests. Okay, ich glaube, das sieht so aus, als würden wir erstmal sehr viele Nebenquests machen. Das ist ganz weit weg. Ah, auf geht's. Das ist noch weiter weg. Ja, ich muss ganz kurz hier... Ich meine ja nur so, auf geht's hier.
Wir müssen erstmal sammeln Echo-Log-Dateien über die Kammerjäger, die Jack angeheuert hat. Wir müssen erstmal unsere Spuren vernichten, aber ich würde sagen, vorher holen wir uns noch eben die anderen Nebenmissionen, die es hier gibt, oder? Ja. Wenn wir schon mal dabei sind. Ich verstehe seine Logik, aber wenn dieser Job fertig ist, mache ich Schluss. Mach Schluss mit ihm. Ich will nicht mehr Nach mit der Luftschleuse hast du noch mit Jack kooperiert. Du doch auch. Pandora musste gerettet werden, so schrecklich Jacks Entscheidung auch gewesen sein mag. Tja. Verhindern, dass sie weiter an deiner KI rumfummeln. Verstanden. Ich bin keine KI. Ich bin ein Mensch. Ich sitze in einem dunklen Raum und lese vor, was man mir sagt. Aha, noch so eine Nachricht von diesen Pennern. Da steht Poposalat. Ich bin eine erwachsene Frau und muss Poposalat sagen, weil irgendein Arsch dieses Wort aufgeschrieben hat. Legion für Imarowski. Okay, ich glaube, ich habe irgendwie Bock, diese KI-Quest zu machen. Ja. Ich wähle die mal kurz aus. Ach, machen Böp. Befreie Professor Enterkommando. Hä, wo ist denn die Quest? Ah, hier. Nachvertont. Habe ich gerade irgendwie mehr Lust drauf. Ja. Ich will mehr komische. Oh! Auf den Kopf! Boah, Alter. Hier ist schon wieder irgendeiner über uns. Ich freue mich über deine Attacke, du Narr. Aha. Gedisst. Aha. So, wir können trotzdem die Quests da oben annehmen, wenn wir schon mal hier in der Nähe sind. Ah ne, das ist sogar nur eine. Das ist ein Bot. R0, was? R0 irgendwas. Hat der ein Kleid an? Ja. Ich rede mal mit ihm. Reinlichkeit im Aufwind. Ein Funke reicht aus, um eine Revolution zu entfachen. Ein zorniger, unnachgiebiger, robotischer Funke, der Sache treu ergeben. Meine Bazillen sind zu vernichten. Meine Putzbots sind verschwunden. Mach Unordnung, damit meine drei Mitarbeiter sich zeigen. Ich muss Unordnung machen. Wirf die Mülltonne um. Okay. Gerne. Das ist hier direkt in der Nähe. Müssen wir uns später um den Poposalat kümmern. Wirf die Mülltonne um. Wirf diese Mülltonne um, um Unordnung zu machen. Ist ja nicht so, als wäre hier alles voller Gegner. Um. Dieser Abfall macht mich wütend, aber er ist nötig. Unordnung entdeckt. Unordnung entdeckt. Guck mal, da ist er. Oh, jo. Komm her. Putzbot. Ein Bot eingesammelt. Wir kommen dem Bazilla-Gaddon immer näher. Bazillenwitwen werden über den Leichen ihrer Bazillengatten weinen. Mach noch mehr Unordnung, um weitere Bots zu sammeln. Okay. Okay. So, ich muss mal ganz kurz auf die Karte gucken. Okay, da müssen wir jetzt wieder ans ganz Ende. Ich glaube, wir dürfen eh einmal durch das ganze Gebiet hier rennen. Dann können wir auch nachvertont machen. Okay. So, wir sollten uns nicht so leicht ablenken lassen. Ja. Es ist schwer, wenn man 20 Quests im selben Gebiet hat, die in vernünftiger Reihenfolge zu machen. Wir könnten theoretisch immer nur eine Quest annehmen, die machen und dann wieder zurückkehren, aber dann würden wir halt die ganze Zeit hin und her reisen, ist auch nicht cool. Ja. So. So. Ui. Geht es, jo. Ich habe einen Sanitäter gefunden. Tschüss. Oh fuck. Warum haben die Tarngeräte und wir nicht? Ah, ne, und wer? Ich dachte, das wäre Hyperion Tech. Geronimo! Hier ist irgendwas Stärkeres.
Okay. Ja, Nahkampfanzug. Oh, Hammer. Ja. Easy. Weil hier lebt auch noch einer. So, hier heil mich voll. Wütend! So wütend! Was? Ne, hoch, glaube ich, oder? Ich glaube, das war von irgendeiner anderen Quest. Der Typ, der so wütend ist. Aber da oben müssen wir hin. Komm mal. Hui, Granate. Pupströten. Sehr gut. Wo du schon mal dabei bist, könntest du mir etwas intelligentere Lektüre zum Vorlesen suchen? Ich muss mir diesen ganzen Popo-Salat-Blödsinn aus dem Mund spülen. Roger, Bücher beschaffen. Sitzt die da drinnen? In dem kleinen Kasten? Warum? Hier ist ein Kammersymbol. Aber ich glaube, das haben wir sogar schon mal entdeckt. Ja, kann man nicht finde mal. Bücher. Bücher. Books. Some books. Was haben wir denn hier? Bücher? Wir haben Badass hauptsächlich. Ach. Oh, Level up. Was? Ich hab noch kein Level up. Oha. Lebt irgendwo noch einer. Da. Das ist platt. Hier war aber Loot. Müll. Ah, schnell Level setzen. Ja, ich meine, die Leiste ist bei mir voll, aber irgendwie doch nicht. Ah, guck mal, was haben wir denn hier? Bücher. Na gut. Sehr keine schön. Ahnung, steht nicht dran, was es ein ist. Buch gebongt. Warum müssen es eigentlich mehrere Bücher sein? Reicht ihr nicht eins? Nee. Burg nicht. Nee. Eins wäre wieder zu einfach. Ja, dann müssten wir nicht über die ganze Karte, sondern über die halbe, ne? Ja. Ja, das Gute ist, wenn wir hier einmal durch sind, sind die anderen, haben wir die Gegner für die anderen Quests schon weg. Es ist aber allerdings ist mehr gelaufen als Dings. Aber ich glaube, wir sind vom Level her eh ziemlich gut dabei. Ach, guck mal, hier schon direkt das zweite. Sehr schön. Ich glaube, hier ist auch direkt der dritte dann. Ja, hier ist der Boss gefunden. Warte. Rede einfach mal mit ihm und schau, ob du ihn beruhigen kannst. Oh, ich habe Dean gefunden aus Versehen. Ja. Der ist aus der anderen Quest. Ich lasse ihn einfach Bücher. Da stehen. Ausgabe riecht alt, keine Knarre auf dem Titelbild. Ja, das sieht nerdig genug aus. Hä? Hier ist ein Putzbot. Putzbot hat ein Buch und kann nicht mal lesen. Das sieht toll aus. Schick es mir bitte, damit ich endlich mein Talent als Sprachkünstlerin beweisen kann. In der Nähe ist ein Scanner, den können Sie benutzen. Ich würde Sie gerne irgendwelchen Bullshit sagen lassen. Ja. Ehrlich gesagt. Ja. Ja, hab ich jetzt auch gedacht, da mehr kommt. Sag, Eptain ist cool. Jetzt kommt er auf einmal. Bei den Besen. Dreschen Besen. So. Die Bücher verschwinden einfach. Oh, streite nicht, was nötig sei. Der schlechteste Bettler hat bei der größten Not noch Überfl... Hey, Sprechtussi, du langweilst mich zu Tode. Sag lieber wieder deine Popo-Salat-Sprüchlein auf, das war geil. Nein, weißt du was? Sag Popo-Soufflé, das ist doch viel besser. Findest du nicht? Warum sagt die Stimme in meinem Kopf Popo-Soufflé? Gut, das werde ich haben. Schließ die Mission ab, Kammerjäger. Okay, da müssen wir zum Brett zurück. Das können wir wann anders machen. So, dann können wir doch Folgenende machen. Ja, wir können eigentlich hier Folgenende machen. Beziehungsweise, warte, eine Sache können wir noch eben machen. Gegner hin, das meinte ich nicht. Oh, Level up. Aha.
meinte eigentlich eher, ich habe da hinten von der anderen Mission den Typen, der voll am Rasten ist, den wir beruhigen sollen. Für Jack. Wobei ich mich frage, warum wir ihn beruhigen sollen. Was haben wir davon? Seit wann interessiert es Jack, ob ein Typ beruhigt ist oder nicht? Aber warum kommen hier plötzlich wieder so viele? Ich bin fest getriggert. Oh. Alles nur so ein Dings. Nee, komm mal mit. Ich dachte, da wäre ein Buch drin. Aber ich habe mich verguckt. Hier ist so ein Typ. Dean. Sprechen. Wenn ich bei Videospielen Scheiße baue, lasse ich das immer an meiner Umgebung aus. Ich rege mich sehr leicht auf. Wenn wir ein Brettspiel spielen und du gewinnst, schneide ich dir die Ohren ab. Jack möchte, dass du dich beruhigst. Jack sieht echt gut aus. Und das gibt mir das Gefühl, nicht so gut auszusehen. Und das macht mich wütend. Oh, so ehrlich, es muss doch einen Weg geben, den Karl etwas abzukühlen. Nein! Jack hat mich hier sitzen lassen und er zahlt auch nicht so toll. Darum musst du dir jetzt meine Hasstiraden anhören. Ich hasse Bücher. Ich hasse fast alles. Wenn jemand was mag, was ich nicht mag, würde ich ihm am liebsten alles kaputt machen. Wenn jemand was nicht mag, was ich mag, würde ich am liebsten seine Familie killen. Hass, Hass, Hass! Schnauze. Wütend. So, 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 so wütend. Ins Gesicht. Hallo? Hä? War das schon das? Nee, ich glaub nicht. Hä? Kühle Dienst heiße. Ach! Hast du ne Freund. Warte, ich weiß, was wir machen. Ja, müssen. Hab ich. Ja, du hab ich. Keine Bange, ich bin. Keine Bange, ich bin cool. Klang irgendwie wie der durchschnittliche LOL-Spieler, oder? Ja. So ein bisschen. So, alles klar. Dann. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Jo, bis dann. Tschüss.